Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja. Wisst ihr, ich habe letztes Jahr an Silvester ein Video übers Feuerwerk gemacht. Das werde ich dieses Jahr auch wieder tun. Leider habe ich keine Raketen. Leider nicht. Und ja. Ich denke, dass hin und wieder jemand doch Raketen hat. Oder so. Es sind ja einige, die haben noch übrig oder haben wieder welche gekriegt, noch bevor es verboten wurde. Also ich versuche da auch die Raketen, wo gezündet werden, mitzufilmen. Leider habe ich keine. Wollten extra gucken, ob wir welche kriegen. Die gab es leider nicht. Ja, dann ist halt einfach so. Als ich schwitze schwerwiegend, 2 Jahre auf Raketen zu verzichten, letztes Jahr habe ich gesagt, okay, wegen Corona ja, aber und dieses Jahr ist es schon wieder verboten, Raketen zu verkaufen. Ich kann es nicht verstehen, in anderen Ländern sind Raketen erlaubt, bloß in Deutschland nicht. Ich verstehe nicht warum. Ja, Weihnachten darf groß gefeiert werden und nach Weihnachten wird ein Lockdown gemacht, was ich nicht verstehe. Silvester ist einmal im Jahr. Ein Tag. Und da kann man doch ruhig mal erlaub mal Raketen zu schießen. Weil über Weihnachten können sich viel mehr Menschen anstecken wie an Silvester. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ist meine Meinung. Ja? Boah, ich bin zwar ein bisschen verschnupft, aber das Problem ist, ich morgen geimpft, möchte morgen geimpft werden. Und ja, das geht dann halt einfach nicht, wenn ich so Schnupfen habe, ne? Wenn man dann wieder anfängt zu laufen. Und ja. Genau, ich habe Jugendfeuerwerk und das versuche ich zu filmen. Und da werden wieder mehrere Teile rauskommen. Die Raketen versuche ich auch mit zu filmen, die bei uns zu sehen sind. Klar, ne? Leider habe ich selber keine, wie ich schon gesagt habe. Aber nur eine kurze Info an Silvester oder auch an Neujahr, werde ich auch nochmal Video machen über Wunderkerzen. Und ja, letztes Jahr habe ich 4 Videoteile gemacht, da kam bei einem Video. Hatte ich heißt Aufrufe, das war für mich schon in Ordnung. Und ja, ja.